Christian? Ja, hi. Christian, hey. Schön, dich zu hören. Na, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich war gerade mit dem Hund draußen. Es ist schweinekalt. Ist bei euch auch so kalt? Ja, bei uns aber. Es ist kein Schnee, es regnet nur die ganze Zeit. Ja, na, in Thüringen ist halt schöner als in Münster. Das will ich jetzt nicht gehört haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber wir waren ja zusammen im Urlaub. Das ist schon was her. Ägypten. Ja. Ich habe noch cool. Ein paar Aufnahmen, die würde ich gerne mit dir durchsprechen, wenn es okay ist. Ja, freue ich mich sehr drauf. Leg los. Grundsätzlich muss man ja sagen, ich hatte das ja alles mit jemand anderem vor. Die war auch da, die Steffi. Aber die Steffi kriegt ein Kind. Die war übrigens letzte Woche bei mir zum Babybox-Shooting. Wir hatten, es ist nicht ganz so warm wie in Ägypten, nur 28 Grad, keine 29 Grad. Und ja, die hat einen wunderschönen Babybauch. Und das ist echt die verrückt, sollte, ne? Ja, wenn man bedenkt, dass sie da zu dem Zeitpunkt hast halt nichts gesehen und jetzt ist sie richtig schwanger. Ja, aber die war auch da schon richtig schwanger. Die ist im Prinzip am letzten Tag, wo sie geflogen ist, hat sie einen Schwangerschaftstest gemacht, sicherheitshalber. Naja, freudiges Ereignis, allerdings für eine 2 Wochen lang geplante verschiedene Shootings unter Wasser ging das natürlich nicht. Man kann nicht tauchen, wenn man schwanger ist. Da flossen auch ein paar Tränchen. Aber das ist okay. Und ich habe das dann ganz schnell in Facebook und Instagram überall ausgeschrieben. Und da hat sich die Cat for Life gemeldet. Mit der haben wir auch 2 Videos gemacht. Das eine kommt ja noch irgendwann später noch raus. Und die Nancy hatte sich gemeldet. Und die beiden haben sowas noch nie gemacht. Und auch vor Ort, die Tauchguides, die ich hatte, die haben sowas auch noch nie gemacht. Und wir haben halt 3 oder 4 Tage nur geübt und drüber gesprochen, wie genau der Ablauf ist, wie die Bilder sein sollen. Sicherheit, wir haben das Ganze auch an Land geübt, haben auch alle möglichen Szenarien besprochen und haben eben auch über Posing gesprochen. Und die Szene, die man gerade sieht, ist im Prinzip das Posing gerade, wo wir darüber reden. Ja? Die Lieblingspose von dir sieht man auch, glaube ich, ne? Ja, ich hasse das ja, wenn Leute so die Hände nach hinten nehmen und nach hinten. Du hast ja gehört, was ich in dem Video gesagt habe, ne? Ich weiß, das machen viele Unterwasserfotografen so, aber für mich ist es immer, wenn man das Schutzgeld bei der Mafia nicht bezahlt wird, erschossen wird und dann in Venedig oder so in den Kanal geworfen wird. Das hat man dann davon. Ne? This position. Aha. For me, it's like. Also, auch bei den Workshops, die ich mache, ich rede ja 2 Stunden nur über Hände. Ja. Und mich hat ja häufig gefragt, warum sieht es bei mir alles so relaxed aus, so entspannt? Und ein Grund dafür ist halt, dass ich eben nicht ins Saal, wir springen ins Wasser, machen Fotos, sondern wir haben ja auch über Wasser erst verschiedene Shootings gemacht. Also den ganzen Aufwand sieht man ja in dem Video gar nicht. Aber wir haben ja auch über Wasser geübt und wir haben uns Beispielbilder angeguckt und wir haben Handzeichen verabredet. Nein, das ist ein ziemlicher Aufwand, damit es so geil aussieht. Mhm. Ich glaube, wir saßen da bestimmt schon den ganzen Nachmittag, ne? Die sind mittags irgendwann gekommen. Und dann, als es dunkel wurde, sind sie gegangen. Und ich glaube aber, dass das vor allen Dingen auch für die Nancy nochmal gut war. Die hatte ja mit dir vorher noch nicht geshootet. Cat kannte das Ganze ja schon. Ich glaube, das gibt dann schon nochmal einfach ein gutes Gefühl. Aber die sind ja beide auch, dadurch, dass sie einfach Apnoe-Taucher sind, total, also die kannst du ja mit nichts erschrecken. Oder ja, die beiden sind nicht nur Apnoe-Taucher, die sind auch noch lizenzierte Tauchlehrer auch für Scuba Diving. Also die haben so ziemlich alles an Lizenzen gehabt, was man haben kann. Und trotzdem ist das, was wir getan haben, hochgefährlich. Wir haben ja auch das erste Shooting, das war ein Test-Shooting in 5 oder 6 Meter Tiefe, dass man jederzeit hoch kann. Da waren wir bei Murray Garden und das war nur just for fun, da gibt es keine Bilder von. Und wir sind da ganz nah am Rand, wären im Prinzip innerhalb von 2 Minuten draußen, wenn wir das wollen. Und auch zur Oberfläche ist es halt 3 oder 4 Meter und man sieht ja oben schon die Wellen. Tauchguides, die wir hatten, waren ja super. Ahmed und? Checker. Checker, ja. Ja.
Die können wir euch auch mal einblenden. Ich habe von beiden auch Fotos, die müssen wir eigentlich auch mal einblenden. Weißt du das? Ja, ja klar. Hauen wir rein. Hauen wir rein. Da hatten wir auch total Glück. Der Ahmed, der sich da gemeldet hat, der hatte sich auch als Model beworben. Der hat deine Werbung gesehen. Ja, hat aber nicht das Wort feminines Äußeres verstanden. Er hat quasi dann geschrieben, so kann das Model auch ein Mann sein. Ja. Und war dadurch auch da schon so hyped, weil er das schon gesehen hatte. Und als er dann gefragt wurde von unserem Tauchbasenbesitzer, da war er dann quasi auch schon mit am Start. Oh, jetzt geht's mit den Caves schon los. Jetzt ist das reale, richtige Shooting. Hier sieht man dann auch die Nancy. Sie hat ihre Maske noch auf, atmet gerade die Luft vom Ahmed schon, gibt ihr Jacket ab. Und das ist ganz gut, dass sie ihre Maske noch auf hat. Sie kann dann einfach noch zuschauen, wie alles vorbereitet wird, wie wir quasi den Stoff ausbreiten, schauen, dass alles gut aussieht. Das dauert ja auch immer ein bisschen, bis Christian dann seine Position gefunden hat, den richtigen Winkel gefunden hat, ihm das Licht gefällt. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der wichtig ist. Oh, jetzt hat mich hier die Nancy beinahe gekickt aus Geige. Nee, dich hat sie gekickt. Ich bin ja dahinter. Und wenn das dann alles stimmt und Christian quasi bereit ist, um auf den Auslöser irgendwann zu drücken, erst dann gibt Nancy ihre Maske an den Ahmed und dann geht's langsam los. Man sieht das hier ganz schön, der Stoff fliegt durch das Wasser. Im Hintergrund seht ihr jetzt den Checker. Der ist immer so ein bisschen als Backup-Security-Taucher unterwegs gewesen. Das heißt, der hat auch auf Ahmed geguckt, auch auf Nancy, hat aber auch ein Auge auf Christian gehabt oder auf mich und war dann gleichzeitig aber auch noch hier derjenige, der immer so ein bisschen auch die Stoffe gehalten hat. Also umfangreicher Job, aber auch wichtig, einfach eine Person zu haben, die so den Gesamtüberblick hat und quasi auch noch einschreiten könnte, wenn jetzt zum Beispiel Ahmed mal unaufmerksam gewesen wäre, was jetzt aber hier nie der Fall war. Was ich unbedingt noch sagen will, ist, wir suchen uns immer Plätze, wo in unmittelbarer Nähe keine Korallen sind, wenn wir mit Stoff arbeiten. Was ich niemals machen würde, ist Korallen gefährden für ein Foto. Das ist ein Lebewesen und es ist so viel auch verschwunden in den letzten Jahren. Aber was ich sagen will, ist, mit so Stoff muss man übelst aufpassen in einem Korallenriff. Ja? Wenn das mal 3 Meter nach rechts oder nach links geht und hängt in so einer Koralle drinne, das kriegt man nicht wieder raus. Wenn das einmal drinne ist, ist es riesig aufwendig, so einen Stoff wieder zu entfernen ordentlich. Mhm. Und wir waren an den Caves 4-mal und haben uns angeguckt, das Licht, haben uns angeguckt, wann sind wenig Leute da, wo sind keine Korallen, wo sind die richtigen Plätze zum Shooten, wie werden die Blickwinkel sein. Und der allerletzte Schritt, das allerkleinste von dem Ganzen, ist das Shooting dann mit dem Model. Thank you.
Hallo ihr Lieben, ich habe gerade das neue Video fertig geschnitten, komme gerade quasi frisch aus dem Schnitt. Und ich würde von euch gerne mal wissen, wie ihr diese neue Art von Video fandet. Ob das gut war oder schlecht, ob ihr Anmerkungen, Kritik oder sonstige Vorschläge habt. Und ansonsten hoffe ich, euch geht's gut, uns geht's auch gut. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann!